Servus und moin moin zu einem neuen Video auf diesem Kanal. Heute reden wir mal so ein bisschen über das Futter eurer Tiere. Was gibt ihr euren Stubentigern eigentlich? Viele von euch haben sicherlich ein Schälchen mit Trockenfutter bereitstehen. Wusstet ihr aber, dass das gar nicht so gut für eure Katzen ist, wie immer behauptet wird? Das handelsübliche Trockenfutter setzt sich zum Großteil aus Kohlenhydraten, geringen Mengen Protein und Fetten sowie Rohasche zusammen. Der Feuchtigkeitsgehalt beträgt ungefähr 10%. Durchschnittliches Nassfutter ca. 60-80% und frische Beute zwischen 70-80%. Da Katzen von Natur aus relativ wenig Wasser zu sich nehmen, entzieht das Trockenfutter euren Fellnasen also zusätzlich welches, was zu einem stetigen Mangel an Körperflüssigkeit führen kann. Die Folgen können Krankheiten bei Blase oder Nieren sein. Katzen sind, soweit bekannt, ursprünglich Wüstentiere und nehmen ihre Flüssigkeit über die Nahrung auf, aber an Trockenfutter wird sich davon nicht ausreichend finden. So viel Wasser, wie das Trockenfutter am Darm aufsaugt, können eure Katzen also gar nicht trinken. Ich empfehle euch, dem Nassfutter eurer Katzen noch zusätzlich etwas Wasser hinzuzufügen. Ich zerdrück das Ganze dann mit einer Gabel und vermische es, dann merken es die Katzen auch nicht wirklich. Oder es stört sie einfach nicht. Übrigens, ein weiteres Problem ist der versteckte Zuckergehalt. Es schadet den Zähnen eurer Stubentiger und führt im schlimmsten Fall zu Karies. Als Vergleich: Trockenfutter ist das Fastfood eurer Stubentiger und genau wie bei Menschen gilt ein dauerhafter Konsum davon zu vermeiden. Das heißt natürlich nicht, dass ihr ihnen nicht ein paar Mal was als Leckerchen geben könnt, das machen wir auch. Und sowieso sind meine Infovideos keine Richtlinie bzw. kein Richtwert, sondern, wie der Name schon sagt, Infovideos. Ich möchte euch also einfach nur ein bisschen aufklären, mit dem, was ich so weiß. Billigmarken wie Felix, KitKat und Co. führen dem Futter viel zu viel Getreide hinzu. Gerade bei dem billigen Nassfutter ist das ein unbekanntes Problem. Da Katzen Getreide nicht effektiv verdauen können, wirkt sich das oft negativ auf die Gesundheit eurer Stubentiger aus. Es wird ungenutzt wieder ausgeschieden und bietet somit keinerlei Mehrwert für die Ernährung. Wer einmal im Zoo oder im Tierpark war, der hat bei einer Fütterung bestimmt bemerkt, dass die Raubkatzen dort auch nur rohes Fleisch bekommen. Einfach, weil es artgerechter ist. Getreide ist für den Hersteller einfach günstiger als gutes Fleisch, also werden die Produkte damit aufgefüllt. Übrigens, bei langer Lagerung von offenen Verpackungen bilden sich in diesen oft Milben oder Schimmel. Wenn ihr noch ein bisschen mehr darüber wissen wollt, empfehle ich das Buch Katzen würden Mäuse kaufen. Ich verlinke es euch gerne in der Infobox. Hey, wir sind ja schon wieder am Ende des Videos. Toll, wenn ihr bis hierhin dran geblieben seid. Echt, ich freue mich jedes Mal darüber. Wie ich schon erwähnte, bei uns gibt es Trockenfutter lediglich mal als Belohnung, wenn sie irgendwas gut gemacht haben. Was jetzt bei unseren Katzen nicht so häufig vorkommt, weil sie einfach sehr frech sind. Aber prinzipiell verzichten wir lieber darauf und füttern nur Nassfutter. Kennt ihr denn schon mein Video, wie ihr eurer Katze Medikamente geben könnt? Ihr findet es in der Playlist Die Stubentiger. Kritik, Verbesserungsvorschläge und Videowünsche könnt ihr mir natürlich immer gerne zukommen lassen. Entweder meldet euch unter dem Video bei Instagram oder wieder bei Facebook. Alle Social Media Seiten findet ihr in der Videobeschreibung. Dann verabschiede ich mich mal. Bis zum nächsten Mal und ciao!